Armin von Curved und in meiner Hand halte ich kein iPhone 5, sondern ein Xiaomi. Der Kollege Schuh rauft sich gerade die Haare auf meine Aussprache. Ein Xiaomi Mi 4. Xiaomi, das ist vielen von euch hoffentlich ein Begriff. Das ist ja das chinesische Apple, sagt man landläufig. Also ein großes Unternehmen in China, das dort ganz viele Smartphones und Tablets baut und ja sich halt oft an Apple orientiert, was vielen sauer aufstößt, vor allem in der westlichen Welt. Aber sie kommen, sie sind in China halt schon irgendwie Marktführer und sie kommen auch mehr und mehr nach Europa und nach in die USA und das aus gutem Grund, denn sie bauen gute Geräte, wenn man diese optischen Anleihen an Cupertino mal außer Acht lässt. Hier ist es schwer, die außer Acht zu lassen, weil das Mi 4, das sieht wirklich aus wie ein zu groß geratenes iPhone 5. Wir haben es hier mit einem 5 Zoll Gerät zu tun, mit einem 1080p Display, das mir auch sehr, sehr gut gefällt und überhaupt, wenn wir eben darüber hinwegsehen, dass es ja, kopiert ist von einem anderen Hersteller, dann haben wir ein fantastisches Gerät in der Hand und ich zeige euch jetzt mal im Detail, warum ich so begeistert von diesem Mi 4 bin. Also wir sehen schon mal auf dem Display auch die Software da drauf, MIUI nennt sich das. Das ist ja eine recht bekannte, ja ein Fork von Android, der ja auch für andere Geräte zur Verfügung steht, ist eben die eigene Benutzeroberfläche von Xiaomi. Und die ist hier drauf, die erinnert auch an iOS, sie hat nämlich keinen App-Drawer und auch in der ganzen Optik gibt es zwar zig Themes, die man sich da drauf spielen kann, aber alle Apps werden eben auf dem Homescreen angeordnet. Das gefällt mir als Fan von Android und eben der App-Drawer-Geschichte nicht so wahnsinnig. Man kann das aber natürlich auch in Ordner packen. Das zur Software, dazu noch, die ist unglaublich flüssig. Also ich habe ja nun viel mit weiß ich nicht, TouchWiz rumexperimentiert und mit Sense von HTC und von Samsung. Ich habe noch nie eine Hersteller-Benutzeroberfläche gesehen, die dermaßen fluffig läuft wie dieses MIUI. Und man hat teilweise sogar das Gefühl, dass selbst die Google-Apps, also die unter Android eigentlich nativ viel, viel besser laufen sollten, dass die unter MIUI noch ein Stückchen flüssiger laufen. Also da hat Xiaomi unglaublich gute Arbeit bei der Software geleistet und ich bin echt begeistert. Ich belege euch das nachher auch noch mit einem Benchmark-Wert. Aber schauen wir uns vielleicht erstmal ganz kurz das Gerät selber an. Also iPhone 5 muss ich jetzt nicht nochmal sagen. Besonderheit, hier unten haben wir ja, so feste Soft-Buttons, also Hardware-Buttons, die aber jetzt keine haptisches Feedback, sondern so Schaltflächen einfach sind. Wir haben hier einen Menü-Button, Home-Button und Zurück-Button. Die Anordnung ist eigentlich umgekehrt als unter Android üblich. Samsung macht das auch so. Das ist etwas irritierend. Das ist auch so ein Manko, finde ich, dass es diesen Menü-Button hier überhaupt gibt. MIUI braucht das halt, weil man darüber die Einstellung der Software eben aufruft. Aber das Ganze läuft ja mit Android 4.4.4, also Android KitKat in der neuesten Version schon. Und eigentlich laut Google Design-Richtlinie sollte es diesen Menü-Button so nicht mehr geben. Er ist hier halt kleines Ärgernis, wie ich finde, geht aber, weil die Software eben ansonsten so gut ist. Schauen wir mal ums Gerät rum. Also wir haben hier oben eine 8-Megapixel-Frontkamera, das ist ja auch schon mal ein ordentlicher Wert. Dann haben wir hier diesen Metallrahmen, der wirklich Metall ist und der richtig gut verarbeitet ist, sich toll anfühlt. Auch die abgeschrägte Kante, die man zwar auch vom iPhone kennt, das ist aber alles richtig sauber gearbeitet. Also hier steht nichts über, hier wackelt nichts, hier knarrt nichts. Es gibt hier irgendwie kein blödes Spaltmaß oder so. Das ist richtig hochwertig verarbeitet. Hier oben drauf haben wir ja eine Kopfhörerbuchse und einen Infrarotblaster. Das Interessante ist, ich habe auf dem Gerät keine Infrarot-Fernbedienungs-App gefunden. Da kann man sich aber aus dem Play Store wahrscheinlich einfach eine runterladen und die dann benutzen. Werde ich ausprobieren in den nächsten Tagen. Apropos Play Store, ab Werk sind nicht alle Google-Apps drauf. Das hat was mit Lizenzierung und so zu tun. In China herrschen ja da andere Verhältnisse. Auch Google will das da ein bisschen anders. Der Play Store war drauf auf unserem Gerät, der Rest nicht. Konnte ich aber alles problemlos nachinstallieren. Auch auf deutscher Sprache kann man das einstellen. Funktioniert größtenteils problemlos. Es gibt manchmal so ein paar Sprachfetzen, die dann noch in Mandarin dargestellt werden. In der Benutzung aber alles gar kein Problem. Hier haben wir den Slot für die Micro-SIM-Karte. Und hier unten noch den Lautsprecher und hier ein weiteres Kuriosum, und zwar der Micro-USB-Port. Ihr seht schon, der wirkt so ein bisschen rechteckig, ist er auch. Also standardmäßig hat man bei uns ja, ich hoffe, man sieht das jetzt hier am Stecker, der wurde auch mitgeliefert, hat man ja diese oben abgeflachten Micro-USB-Stecker. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Das hier ist Micro-USB-B und das hier ist Micro-USB-A, beziehungsweise der ist AB-kompatibel. A ist bei uns nicht weiter verbreitet. Das macht auch eigentlich nichts, weil die sind kompatibel. Das einzige Problem ist, man muss halt gucken, weil man jetzt diese Orientierung nicht hat, dass man richtig rum reinsteckt. Ich habe das schon mal ausprobiert, ich muss jetzt aber trotzdem nochmal reingucken, weil man kann natürlich, wenn man es falsch macht, hier irgendwie diese feinen Verbindungen abreißen. Er muss so rum rein, das heißt die abgeschrägte Seite nach oben. Das muss man sich dann halt merken, sonst fummelt man da jeden Abend beim Anstecken ans Ladegerät wieder rum. Was haben wir sonst noch? Hier hinten haben wir eine 13-Megapixel-Kamera. Das ist die gleiche, die auch im OnePlus One zum Einsatz kommt. Sony-Sensor, und also Exmor-Sensor, und der liefert sehr, sehr gute Bilder. Und ich habe vorhin noch mal ausprobiert,
auch das Mi 4 macht tolle Bilder. So, und jetzt kommt das letzte Kuriosum dieses Gerätes. Ihr seht schon, die Rückseite, die ist jetzt nicht so Apple-mäßig. Die ist Plastik, glänzendes Plastik, aber auch sehr stabil. Also auch für glänzendes Plastik sehr wertig verarbeitet. Und man kann die abnehmen. Das macht gar nicht so wahnsinnig viel Sinn, weil darunter befindet sich weder Micro-SD-Karten-Slot noch irgendwie ein rausnehmbarer Akku. Also der Akku ist schon da, der lässt sich aber nicht rausnehmen. Man kann es abnehmen, weil in China ganz viel Individualisierungscover verkauft werden. Also man kann das dann wechseln. Ich zeige euch das einfach mal, weil ich es so drollig finde. Mitgeliefert ist hier so eine, ja, was soll ich sagen, das ist der Po von einer Biene mit einem Saugnapf dran. Und den mache ich hier drauf und dann muss ich ziehen. Es gibt nämlich keine Nut für den Finger, sondern man muss das einfach so abziehen. Ich mache es jetzt nicht fertig, weil dann kriege ich es nicht wieder drauf auf die Schnelle. Ist aber irgendwie eine drollige Lösung und auch das ist eben in der Packung mitgeliefert, wenn man das Ding, ich weiß gar nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, man kann das in Deutschland bestellen über einschlägige Importeure. Wir hatten da mal einen Artikel, Trading Shenzhen ist einer und dann kostet das nur 360 Euro und das ist alles mit drinne. Und für 360 Euro erhält man wirklich ein Full-HD-Gerät mit einem Snapdragon 801 Prozessor mit 3 GB RAM, in unserem Fall jetzt die 16 GB Version. Micro-SD-Karten-Slot leider nicht vorhanden, also 16 GB ein bisschen mau, das könnte der einzige Pferdefuß an der Geschichte sein. Aber ich habe eben vorhin mal ein Antutu laufen lassen und ich kam auf 36.600 Punkte. Und das ist ja so knapp 1.000 Punkte mehr als ein S5, als ein G3 und auch als ein HTC One M8 bekommt. Das liegt zum einen bestimmt an dem bisschen mehr RAM, das da drin ist. Zum anderen liegt es aber auch einfach daran, dass diese Software so gut ist. Also ich glaube wirklich, dass Xiaomi da extrem gute Arbeit bei der Software geleistet hat. Und insofern bekommt man für den Preis wirklich High-End-Hardware. Ist jetzt kein WQHD-Screen, aber wer braucht das? Das wissen wir ja, das braucht kein Mensch. Und vor allem, es ist ein 3060 mAh Akku drin. Das heißt, der bietet auch deutlich mehr Laufzeit als zum Beispiel ein Samsung Galaxy S5. Und das habe ich auch schon gemerkt. Also ich habe das Ding jetzt tatsächlich seit gestern konstant laufen und das hat immer noch 50% Akku. Und das ist schon ordentlich bei einem Full-HD-Screen, der auch so doll leuchtet wie das Ding. Das ist ja relativ hell und hat auch richtig coole Blickwinkel. Also ihr merkt schon, ich bin sehr begeistert. Ich kann im Moment wenig an dem Gerät nur aussetzen, außer so ein paar Kleinigkeiten. Und ich freue mich jetzt auf einen ausführlichen Test mit dem Xiaomi Mi 4, was für mich neben dem OnePlus Band tatsächlich hier aktuellen Anwärter auf heißestes Android-Gerät des Jahres irgendwie ist. Ich werde mich die nächsten Tage intensiv damit auseinandersetzen und dann könnt ihr nächste Woche auf Curved das vollständige Review lesen und erfahren, ob hier außer einer Hommage an das iPhone 5 noch mehr dran ist am Mi 4. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked das doch, teilt das mit euren Freunden, abonniert natürlich unseren Kanal und lest immer curved.de. Ich bin Amir, bis zum nächsten Mal. Tschüss.